Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist wieder der Tag der Tage und zwar kommt heute wieder Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ihr wisst ja, es kam bis jetzt immer ziemlich selten. Ihr habt euch gewünscht, dass es jetzt mal öfters kommt und ich habe mir gedacht gehabt, okay, wir machen das so, dass mittwochs dann eine Woche mal U-Boat kommt und dann in der nächsten Woche Mittwoch dann Ultimate Admiral Dreadnoughts kommt. Also immer im Abwechsel, eine Woche U-Boat, eine Woche Ultimate. Und ich finde, dann sind beide Parteien glücklich und wir können jetzt hier anfangen. Es gab ein schönes neues Update. Eine neue Nation hat ihre, ja, charakteristischen Sachen bekommen, und zwar die Italiener. Und deswegen bauen wir heute ein italienisches Schlachtschiff. Es gibt noch ein paar kleine andere Features, die werde ich euch jetzt gleich alle zeigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, wir sind natürlich hier die italienische Marine. Ich würde sagen, stellt euch bitte dieses Szenario vor. Wir sind 1944, 45, könnt ihr euch aussuchen. Die Invasion auf Italien steht kurz davor. Wir haben noch zwei Schlachtschiffe und einen schweren Kreuzer, die niemand kannte. Die haben wir schön unter Verschluss gehalten. Und die drei Schiffe werden wir in einer, in Anführungszeichen, Kamikaze-Aktion rausfahren lassen und hoffen, dass man die Konvois, beziehungsweise der große Konvoi, der für die Invasion bevorsteht, vernichten kann. Also, wir haben zwei Schlachtschiffe, wir haben einen schweren Kreuzer. Mehr haben wir leider nicht, weil, wie gesagt, 44, 45, wir haben unsere Ressourcen so gut wie alle aufgebraucht. Natürlich sind die Briten unsere Gegner, die haben ein Schlachtschiff und der Konvoi wird dann noch von zwei schweren Kreuzern und zwei leichten Kreuzern, ja, wie soll ich sagen, beschützt. Und die haben natürlich noch 10 Transportschiffe. Also es wird auf jeden Fall extrem. Wir sind auf einer Entfernung von 15 Kilometern. Ich finde, das ist eine gute Distanz. Wir konnten uns natürlich im Morgennebel gut anschleichen. Wir wurden nicht entdeckt und werden jetzt unser Schiff designen. Und hier kommen wir dann zu dem nächsten oder zu der nächsten Neuerung. Das Schöne ist, dass wir jetzt unsere Designs alle speichern können. Ich habe hier schon ein Schiff gebaut, die Romantica-Klasse. Das ist eine Weiterentwicklung der Roma. Und ihr seht schon, wir haben statt drei 38er-Türme, haben wir jetzt vier 38er-Türme. Das hat mich bei der Roma immer gestört, dass die hinten nur einen Turm hat statt zwei. Es sieht doch deutlich, deutlich schöner aus. Wenn ihr sagt, nee, Adler, ich würde mir wünschen, wir bauen wieder das Schiff zusammen, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare, dann machen wir das. Ich finde das so eigentlich gar nicht verkehrt, weil so kann ich in aller Ruhe mir wirklich ein paar Designs ausdenken, kann die in aller Ruhe vorher schon mal, ja, schauen, ob die ansatzweise umsetzbar sind und dann geht halt auch nicht so viel Zeit für den Schiffsbau flöten und wir können uns in aller Ruhe die Schlacht angucken. Also wie gesagt, wir haben ja eine Romantiker-Klasse, beziehungsweise zwei von der Romantiker-Klasse. Diese Schiffe wurden nie entdeckt, wurden auf höchster Geheimhaltung gebaut. Wir haben allerdings etwas veraltete Waffensysteme. Wir haben die Waffen der Roma-Klasse, also die 38er Drillingstürme, aber dafür haben wir halt einen Turm mehr. Wir haben Secondary leider nicht sonderlich viel. Wir haben hier nur 2x 15,2 cm und sonst haben wir hier 3x 10,2 Flakgeschütze, also Mark 5. Mehr haben wir leider nicht und wir haben hier hinten noch, die Deutschen haben uns ein bisschen geholfen, weil die Deutschen nicht wollten, dass wir auch da den Krieg verlieren, haben die Deutschen uns hier noch Torpedowerfer zur Verfügung gestellt, hier 5x5, wollte ich gerade sagen. Also ein Fünffachwerfer auf beiden Seiten. Wir haben eine Länge. Wir können uns das hier unten mal angucken. Wir haben eine Länge. Kann ich das denn mal wegmachen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier rüberklicken, oder? Okay. Wir haben eine Länge von 277,3 Metern. Wir sind 33,4 Meter breit. Und haben einen Tiefgang, glaube ich, von 17,9 Metern. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir haben eine recht gute, einen richtig guten Panzergürtel, wir haben 37 cm, wir haben im vorderen Bereich 16,2 cm, wir haben eine Deckpanzerung von 18 cm und hinteres Deck haben wir 12 cm. Wir können mittlerweile jetzt hier auch die Panzerung alle einzeln verteilen, was ich auch ziemlich cool finde, sonst war das ja hier immer ein großer Perk. Wir können hier auch die Kasematte komplett selber nochmal, oder auch nicht? Nee, anscheinend noch nicht. Ist anscheinend noch nicht verfügbar. Okay. Und was wir jetzt mittlerweile auch machen können, wir können jetzt hier die Crew anpassen. Wir haben jetzt hier 100 Veteranen drauf. Quarters, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung von. Ja,
Ihr müsst bedenken, es ist wirklich unsere letzte Hoffnung, dieses Schiff. Deswegen haben wir alles zusammengekratzt gehabt bei dem Schiff, was wir noch haben. Wir haben leider alte Maschinen drin, deswegen sind wir leider sehr, sehr langsam. Sprit müssen wir uns natürlich auch sparen, brauchen wir natürlich aktuell noch nicht. Aber Sprit haben wir auch so wenig wie möglich betankt, weil es in Anführungszeichen eine Kamikaze-Aktion wird. Und natürlich hoffen wir, dass wir hier überleben und auch wieder erfolgreich in den Hafen einlaufen können. Wir haben eine Gesamtverdrängung von 72.500 Tonnen. So, dann haben wir hier noch die Avanti. Das ist eine. Obla, jetzt habe ich mich vertan. Yes. Boah, das war aber jetzt laut. Moment, Freunde. Das war aber jetzt laut. Habe ich mich jetzt verdrückt? Ich bin der Meinung, wir hätten doch eigentlich nur. Moment, Freunde, ich muss nochmal kurz zurück. Doch, haben wir eingestellt. Zwei Schlachtschiffe und ein. Weil ich dachte jetzt gerade, ich hätte noch versehentlich ein Leichtenkreuz eingebaut. Also, das ist unsere Romantika-Klasse. Und dann haben wir hier noch unsere Avanti-Klasse. Die Avanti-Klasse basiert so ein bisschen auf der Mugami-Klasse. Da haben sich die Italiener gedacht, okay, das kopieren wir mal so ein bisschen. Deswegen haben wir hier vorne die Dreiertürme. Und hinten haben sie sich gedacht, ach komm. Drei ist ein bisschen wenig. Machen wir hinten auch nochmal drei. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also, weil es von der Mugami ein bisschen abgekupfert wurde, hat man sich gedacht gehabt, okay, wir nennen sie Avanti. Ja, es basiert natürlich auf meinen Plänen. Wir haben Secondary überhaupt nichts dabei. Dafür haben wir 6x2 20,3 ja, Türmchen. Also 20,3 Zwillingstürme. Drei vorne, drei hinten. Panzerung haben wir jetzt auch nicht sonderlich so viel. Wir sind leider auch nicht der schnellste, wie gesagt. Spritmangel und halt auch alte Technik haben wir nur zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen müssen wir uns hier wirklich mit 16 Knoten berappeln. Wir haben hier 20 cm Panzerung und wir haben eine Deckpanzerung von 10 cm, die nicht verkehrt ist. 10 cm finde ich in Ordnung. 9 haben wir nochmal in dem vorderen Gürtel. Und dann haben wir nochmal 4 cm im Heckbereich. Also wir müssen auf dem Heck auf jeden Fall aufpassen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn und wir schauen mal, ob wir Italien vor dem Sturz retten können. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir. Wir haben zwei Schlachtschiffe, einen schweren Kreuzer. Die Briten haben ein Schlachtschiff. Sieht sogar fast aus wie eine Vanguard, wenn ich das richtig sehe. Dann haben sie zwei schwere Kreuzer, zwei leichte Kreuzer und 10 Transportschiffe. Es wird schwierig. Es klingt zwar nicht viel. Wir haben hier fünf bewaffnete Einheiten, davon nur ein Schlachtschiff. Allerdings, schwere Kreuzer sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Gut, ich würde sagen, wir starten mal und schauen mal, ob wir jetzt hier Italien retten können. Wir haben hier noch die Venere Armata. Das ist das Schwesterschiff von der Romantica. Und wir werden natürlich jetzt als erstes erstmal das Schlachtschiff auskoren und uns auf dieses konzentrieren. So. Wir gucken mal, wo ist unsere Romantica? Also wie gesagt, wir sind 15 Kilometer entfernt. Sie ist die Romantica. Romantica. Und schießt schon hier unsere erste. Mit dem ersten Turm. Also die Italiener sind hier heiß. Sie möchten natürlich ihre Heimat beschützen. Oh, da kommen auch schon Torpedos, sehe ich das. Richtig? Tatsache. Ah, das sind unsere. Okay, ich wollte gerade sagen. Also Romantica hat ihre Torpedos auch schon gleich abgeworfen. Wir warten jetzt nochmal, bis die Romantica nachgeladen hat. Weil ich denke mal, mit der zweiten Breitseite wird sie dann auch mit der vollen Breitseite schießen. Die Avanti ist auch schon am Schießen. Und es geht los. Jawohl. Mit allen vier Türmen hat sie geschossen. Der Avanti sollte mir vielleicht schon mal sagen, dass die eventuell schon mal anfängt, hier auf Kreuzer zu schießen. Beziehungsweise sie kann eigentlich schon hier auf. Jawohl, der hat gesessen. 218 Schaden auf die irgendwas. Ja, es ist schon. Oh, das ist schon eine Conqueror hier. Das ist schon eine größere Conqueror. Ich hoffe, das Kaliber ist nicht allzu groß, weil das könnte natürlich schwierig werden. So. Avanti ist auch am Schießen. Avanti schießt jetzt hier auf die Kreuzer, sag ich schon. Auf die Konvois. Auf die Containerschiffe, auf die Frachtschiffe. Weil das ist natürlich wichtig. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Wir haben unsere Schiffe rausgeschickt gehabt, damit wir hier wirklich der Invasion größtmöglichen Schaden zufügen können. Und da hat natürlich die Transportschiffe haben da Priorität. So, unsere Avanti wollte ich gerade sagen, unsere Romantica ist schon wieder am Schießen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier unsere Venere überhaupt nicht schießt. Venere hat anscheinend überhaupt keine Lust zu schießen.
Aber die Venere könnte theoretisch eigentlich schon mal hier auf die Kreuzer schießen. Zack, 122er Treffer auf das Schlachtschiff. Wir gucken mal. Ja, Venere hat gerade geschossen. Ist jetzt auch am Nachladen. Also anscheinend muss man mittlerweile hier einzeln nachladen. Ja, Venere und auch die Avanti sind hier am Rennen. Venere und Avanti sind hier am Brennen. Sie schießt nicht. Warum schießt sie nicht? Ich verstehe nicht, warum unser zweites Schlachtschiff nicht schießt. Wir müssen der immer einzeln sagen, dass sie schießen soll. Finde ich ein bisschen sehr merkwürdig. Und dann schießt sie halt auch nur mit einem Turm. Okay, 58er Penetration auf das feindliche Schlachtschiff. Hat auch eine Flutung. Ist auch arg am Brennen hier vorne. Ich muss mal hier bei mir... Aber vom Sound her, Freunde, scheinen die ein größeres Kaliber zu haben als wir. Scheinen die wirklich ein größeres Kaliber zu haben als wir. Aber sie hat schon ganz gut kassiert von der Romantika. Sie hat schon wirklich ganz gut kassiert von der Romantika. Warship sinks. Okay. Welches ist denn jetzt? Achso. Ich wollte gerade sagen. Ach, weil der bewaffnet war. Deswegen heißt der hier Warship. Okay. Dann würde ich sagen, Avanti, dann geh du doch mal hier auf den Kreuzer. Weil die Kreuzer kommen nämlich jetzt zu uns gefahren. Oh. Hat die geschossen? Ne, ich glaube, die hat gerade wieder kassiert. Da kommen die 38er von der Romantika. Komm schon, Romantika. 15er Treffer, 37er Treffer, nicht ganz so geil. Das feindliche Schlachtschiff hat sich halt recht gut angewinkelt. Da kommen wir schlecht durch. Aber jetzt hat hier das Schwesterschiff der Romantika, Armata, auch endlich mal geschossen. Oh, ein 56er Treffer ist nicht verkehrt. Also ihr seht, das Schlachtschiff kassiert hier ordentlich. Wir fahren jetzt nochmal zurück zu unserer Romantika, damit wir hier auch nochmal sehen, wie die Romantika am Schießen ist. Also optisch ein richtig schönes Schiff, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ist noch am Nachladen. Ein richtig schönes Schiff. Also die Italiener konnten wirklich schöne Schiffe bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Roma-Klasse, beziehungsweise, nee, heißt ja gar nicht Roma-Klasse, die Vittorio-Klasse, hat mir richtig gut gefallen. Also die Roma war wirklich ein bildschönes Schiff. Aber wie gesagt, es hat mich halt immer ein bisschen gestört. Boah, der hat gesessen, Freunde. 279er Penetration. Zwei Brände, zweimal Flutung. Also das Schlachtschiff hier kriegt ordentlich auf den Senkel. Das war nix. Das war unser Secondary. Und da kommt auch nochmal... Ah, schade. Die Armata hat leider daneben geschossen. Ich würde aber auch nochmal sagen, wir schauen auch nochmal auf die Armata. Die konzentrieren sich leider alle auf die Armata. Und schießen natürlich hier permanent mit HE auf uns. Jawohl. Armata hat geschossen. Mit ihren 38ern. Also 38. Ist hier ein gutes Kaliber. Ich hätte gerne die 40er genommen. Aber dann hätte ich von der Panzerung deutlich einsparen müssen. Ich hatte es getestet gehabt. Jawohl. Schöner Treffer. 240er Treffer von der Armata. Und da kommen auch gleich die Salben von der Romantika. Komm schon. Zack, 118er Treffer, 180er Treffer insgesamt. Wieder eine Flutung, wieder zwei Feuer. Also das Schlachtschiff hier kriegt ordentlich auf den Senkel. Es bekommt wirklich ordentlich auf den Senkel. Wie sieht's denn mit unserer Avanti aus? Wie sieht's mit unserer Avanti aus? Oh, die sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Ist hier wirklich permanent am Schießen. Wie gesagt, Secondary hat sie halt gar keine. Auch keinen Torpedowerfer. Hat hier aber auch schon ordentlich HE-Munition abbekommen. So, ich glaube, das war die... Jawohl. Die Armata hat gerade geschossen. Also ihr seht, die Italiener sind verbissen. Sie wollen hier alles tun, um ihre Heimat zu schützen. Zack, 45er Penetration, nochmal 32er Penetration. Und nochmal eine 300... Ah, nee, das war ein Torpedotreffer. Das war ein Torpedotreffer. Hier ist eben noch ein Torpedo reingeschlagen. Sehr geil. Ich vermute mal, dass es von der Romantika war.
Und nochmal 79er Treffer von der Romantika. Also das Schlachtschiff hat zu kämpfen, Freunde. Das Schlachtschiff hat zu kämpfen. Mich würde halt mal interessieren, was der für eine... Boah, da hat es nochmal gescheppert. 650er, jawohl. Was das Ding hier für eine Kalibergröße hat. Hat jetzt hier auf die Romantika geschossen, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber da kommen auch die Romantika-Granaten zurück. Und gab nochmal eine 39er Penetration. 297er Penetration. Schön hinten eingeschlagen, wo das Schiff eben nicht so stark gepanzert ist. Vielleicht haben wir noch Glück, dass hier vielleicht noch eine Magazinexplosion kommt, weil das Ding arg brennt. Und da kommen die nächsten Granaten von der Armada. Armanta, Entschuldigung. Ja, da kommen sie schon wieder. Also es scheint, dass die Romantika immer abwechselnd schießt. Das bedeutet, unten die zwei Türme und dann die oberen zwei Türme. Macht natürlich auch Sinn. Ja, das sieht ganz gut aus, Freunde. Das sieht ganz gut aus. Jawohl, wieder 150er Penetration. Also das Schlachtschiff hat hier wirklich zu kämpfen. Die Briten hätten eventuell noch ein zweites Schlachtschiff dazuziehen sollen. Aber sie wussten ja überhaupt nicht, dass die Italiener hier überhaupt noch Schlachtschiffe besitzen. Und das rächt sich natürlich jetzt. Das rächt sich natürlich jetzt. Zack, 113er Penetration. Die Romantika ist doch ziemlich präzise. Und jetzt nochmal die Armanta. Armata. Armata hat auch nochmal geschossen. Da kommen die Granaten von der Armata. Und hier steht's auch. Oh! Das feindliche Schlachtschiff hat hier auch 8 Crewmitglieder verloren. Ah, sie hat sehr, sehr schwer zu kämpfen. Also die ist hier wirklich schon fast schrottreif. Kann aber nochmal schießen. Und hat jetzt hier nochmal eine 131er Penetration bekommen. Ich weiß noch nicht von was. Ich denke mal, das war die Armata. Obwohl, nee, da kommen Armata-Kugeln geflogen. Granaten, Entschuldigung. Dann war es die Romantika. Dann war es die Romantika. Ah, oh, da kommt... Jetzt kommt hier aber einiges. Bam, bam, bam. Nochmal 290er Penetration. Sehr geil. Wir können ja hier unten mal gucken, was hier immer noch Stand der Dinge ist. Ach nee, die Schlacht geht nach hier oben. Okay. Ich denke mal noch eine Breitseite. Da kommt sie. Das soll es gewesen sein. Nochmal ein Feuer, nochmal eine Flutung. Das Schlachtschiff wird sich hier nicht... Oh, da kommt Torpedos, Freunde. Müssen wir gleich mal gucken. Das Ding hier wird auf jeden Fall den Kampf nicht überleben. Zack, nochmal eine 47er Penetration von der Armanta. Das feindliche Schlachtschiff konnte aber nochmal schießen. Und da kommen auch nochmal die Granaten von der Romantika. Und ich denke mal, die Romantika wird sie jetzt versenken. Oder auch nicht. Schade. Ich hätte es der Romantika gegönnt. Dann wird es wahrscheinlich die Armata werden. Armata hat jetzt hier auch nochmal eine volle Breitseite geschossen. Da kommen die Granaten schon alle hergeflogen. Die schweren Kreuzer ziehen sich auch schon wieder fast zurück. Aber unsere Aufgabe... Ja, nee, noch hat sie es überlebt. Da kommen die Granaten von der Romantika. Kann die Romantika jetzt hier das feindliche Schlachtschiff versenken? Wir nennen sie mal Conqueror. Komm schon, Romantika, ich würde es dir gönnen. Jawohl, und die Romantika hat sie versenkt. Die Romantika hat das feindliche Schlachtschiff versenkt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mit der Romantika auf die Kreuzer. Weil ihr seht schon, der Romantika ist hier ziemlich am Brennen. Schießt auch schon von sich aus. Nur auf welches Schiff? Okay, auf ihn hier. Ja, das sieht gar nicht verkehrt aus. Ja, 265er Penetration. Und mit der anderen würde ich sagen, gehen wir hier drauf. Und dann würde ich sagen, das Problem ist halt auch, dass unser CA nicht der schnellste ist. Der soll aber sich bitte mal hier hinfahren und sich hier um die Dingsschiffe kümmern. Um die Transportschiffe. Weil das ist eigentlich unsere Priorität hier. Wir wollen nicht, dass die Invasion stattfinden kann. Das ist ganz wichtig. So, haben jetzt hier nochmal einen schweren Kreuzer. Aber die Avanti, ne, war gar nicht die Avanti, war die Romantika, hat sich hier verschossen. Da kommen nochmal 3 Granaten. Fliegen aber auch daneben. Ah, die nebeln sich jetzt hier. Die nebeln sich jetzt hier. Trifft er? Jawohl, Treffer. 1385er Treffer von der Avanti. Quatsch, nicht von der Avanti, wie heißt es denn nochmal? Von der Armata. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken, Freunde. Wie sieht es mit dem anderen aus? Jawohl, er hat auch einen guten Treffer kassiert. Romantika hat gleich nachgeladen, wie man sieht. Romantika hat gleich hier nachgeladen.
Und dann sollte es hier auch nochmal richtig ordentlich scheppern. Hat auch einen übelsten Wassereinbruch hier, der Schwerkreuzer. Hat hier auch einen schweren Wassereinbruch. Jawohl. Jawohl, ein Schwerkreuzer ist anscheinend versenkt. Nee. Doch, irgendwas ist versenkt worden. Ah, doch, hier. Nee, das war das Schlachtschiff. Ach so, das war ein TR. Okay. Aber hier, die Ariada, wie heißt sie? Aridane, ist auch hinüber, perfekt. Also das nächste Kriegsschiff ist raus. Der CL, der leichte Kreuzer, hat schwer zu kämpfen, hat sich hier eingenebelt und hofft, dass hier nichts getroffen wird. Ihr habt da gerade gesehen, ist gerade die Granate abgeprallt. Sieht richtig geil aus. So, jetzt hat sich natürlich die Romantica auch auf den CL konzentriert. Aber hatten die nicht zwei CAs? Ne, zwei CLs. Aber auch zwei... Ich wollte gerade sagen, zwei CLs und zwei CAs. Müssen halt auf die Torpedos aufpassen, Freunde. Wir müssen auf die Torpedos aufpassen. Hier kommen wieder die Granaten von der Armada. Oh, haben sie schön jetzt hier nochmal an der Maschine erwischt. Ich denke mal, der CA ist... CA. Der CL ist gleich raus. Nochmal eine 17er Penetration von der Avanti. Und die Challenger ist auch raus. Perfekt. Drei Schiffe haben wir schon versenkt. Also unser Überraschungsangriff hat hier wunderbar funktioniert. Wir müssen natürlich jetzt mal gucken, dass wir hier eventuell mit Romantica und der anderen mal etwas rankommen. Ich würde schon sagen, du schießt mal hier drauf. Romantica da drauf und die Venere soll hier mal auf den CL schießen. Aber im Großen und Ganzen sind die zwei eigentlich keine Bedrohung mehr. Ich weiß nicht. Okay, Torpedoreichweite haben wir sogar noch auf die drauf. Wie sieht es mit unserer 38er aus? Haben wir 34 Kilometer mit den 38ern. Also mit den 38ern können wir hier auf jeden Fall drauf schießen. Ob wir hier treffen, das ist natürlich eine andere Frage. Es ist schon, wie weit sind wir weg? 22 Kilometer ungefähr. Ja, 23 kann man schon fast sagen. Und die Avanti macht ihren Job. Die Avanti fährt jetzt da vorne rein und kümmert sich um die Kreuzer. Um die Kreuzer, um die Transportschiffe. So, und wir schauen uns jetzt hier nochmal in aller Ruhe die wunderbare Romantica an. Ich muss nur mal gucken, wie das nochmal war. So war das, ne? Jawoll. Hier haben wir die Romantica. Ein richtig schönes Schiff, wie ich finde. Ein richtig, richtig schönes Schiff. Und zack. Was ein schönes Schiff. Ganz ehrlich, was ein bildschönes Schiff. Ich hätte gerne noch vorne einen Secondary-Turm drauf gemacht. Hat aber auch von der Breite her leider nicht gepasst. Warte jetzt nochmal, bis sie nochmal schießt. So, zwei Rohre sind vorne geladen. Das dritte ist jetzt auch geladen. Also perfekt. Sehr schön. Oh, das sind nicht unsere. Das sind nicht unsere Torpedos. Und da werden auf jeden Fall... Eieiei, da werden einige reingehen. Wir müssen die Romantica eindrehen. Wir müssen unbedingt mal die Romantica eindrehen. Macht sie nicht. Weil sie in dem Verband ist. Und ich weiß nicht, wie man im Verband abdreht. Aber sie drehen schon. Aber die Romantica wird hier auf jeden Fall Torpedos kriegen. So, wir schauen mal. Romantica hat jetzt hier geschossen. Und ihr seht's, ne, auf Distanz geht natürlich die Streuung hoch. Wir haben die Lancaster noch nicht einmal erwischt. Da muss sich die Romantica erstmal... Ja, hat hier eine Flutung. Hat wie viele Torpedos hat sie gefuttert? Aber wir haben hier 14, wir haben 14 Leute verloren. Jawohl, TR Stronghold ist auch raus, also die Avanti macht jetzt hier alles richtig. Fährt voll rein, kümmert sich hier um die Transportschiffe. Wir können auch mal der Avanti zuschauen. Wäre auf jeden Fall ein Schiff für World of Warships. Aber ich würde dir sagen, die Romantica wäre mir doch lieber. Romantica finde ich schon ziemlich geil. Schießt hier auch mit HE drauf. Zack, 1088er Schaden. Also die Avanti hat sich hier wirklich eingeschossen.
Die geht hier komplett ab. Ich würde sagen, die Avanti fahren wir mal hier wirklich in den Haufen der Schiffe rein. So. Romanzi gerade wieder geschossen. Ich weiß halt nicht. Ich weiß, dass ich es schon mal geschafft hatte. Aber ich weiß nicht, wie ich die Formation auflösen kann. Ich würde halt gerne die Avanti rausziehen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls einer weiß, wie das geht. Ich habe es letztes Mal oder vorletztes Mal hatte ich es ja geschafft gehabt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es einfach nicht mehr. So, Romantik hat jetzt hier nochmal auf die CA geschossen. Hat die Lancaster sogar einmal getroffen, aber ich glaube, das war eher die Secondary. Weil sie nämlich brennt. Ah, schade. Ganz knapp an der Lancaster vorbei. Ganz knapp an der Lancaster vorbei. Wie sieht der CL aus? Ah, die Dings hat da schon eher Erfolge. Romantik hat jetzt nochmal geschossen. Jawohl. Wieder ein TR draußen. Wieder ein Transporter raus. Und hier die Armada. Armata. Hat jetzt hier nochmal auf die, wie heißt sie denn? Pershing. Auf die Pershing geschossen. Wir schauen uns auch nochmal den anderen CA. Ich denke mal, das ist dann, wenn das hier der CL ist, dann ist das hier definitiv, ja. Ist das der CA? Wir sehen jetzt, die Secondary schießt halt auch drauf. Wir müssen halt so ein bisschen aufpassen, dass die sich jetzt hier nicht auf unsere Avanti fokussieren. Weil der Avanti können sie dann natürlich auch deutlich Schaden drücken. Aber ich glaube schon, dass die auf die Avanti schießen. Schade, die Romantika trifft gar nicht. Doch, aber leider abgeprallt. Leider abgeprallt. Ich glaube, die schießen hier auf die Avanti, ne? Ja, die schießen auf die Avanti. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie sieht's aus, Avanti? Auf was schießt du gerade? Schauen wir mal. Also ihr seht jetzt auch, die Avanti ist nicht die schnellste. Für einen Kreuzer natürlich deutlich zu langsam. Aber was will man machen? Man muss halt die Ressourcen nehmen, die man noch hat. Und daraus das Beste bauen. Oh hier, der TR schießt sogar zurück. Der TR schießt sogar zurück. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier unsere zwei Schlachtis. Ich würde sagen, wir fahren so nach da. Dass hier unsere Schlachtis nochmal was reißen können. Und sie hat hier, ihr seht es schon, ne? Also die HE hat uns hier so ein bisschen wehgetan. Jawohl, wieder ein TR weniger. Mal gucken, ob wir den. Das Schlachtschiff noch irgendwo sehen. Aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile komplett untergegangen. Jawohl, 31er Penetration. Ne, geht leider daneben. Aber hier der CA, CL kriegt nochmal eine 400er Penetration. Hat hier auch nochmal eine Explosion gekriegt. Also das hat gesessen. Das hat auf jeden Fall gesessen. Na komm schon. Es sieht schlecht für die Briten aus. Es sieht wirklich schlecht für die Briten aus. Da kommen die nächsten Granaten. Zack, nochmal 399er Treffer mit einer Granate. Und hier auch nochmal ein Treffer auf den CA. Wie sieht's mit der Avanti aus? Hier, Avanti, schieß mal da drauf. Okay, Avanti schießt. Und ihr seht's, ne? Sie versuchen sich zu verteidigen hier. Zack, gab es einen 443er Schaden. Ja, die 203er tun natürlich auf Transportschiffen richtig weh. Und sie schießen nach wie vor auf die Avanti. Aber die Avanti hat noch nicht wirklich viel abgekriegt. So, hier geht's jetzt nochmal von der Armata. Armata schießt hier nochmal auf den CL. Wir werden das natürlich ein bisschen verfolgen. Sieht gar nicht verkehrt aus. Also eine Granate könnte treffen. Schade, geht alles daneben. Sehr schade. Ich weiß gar nicht, ob hier
unsere Romantiker noch schießt. Anscheinend nicht, oder? Romantiker? Nee, Romantiker hat nachgeladen, schießt aber nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Manchmal schießen sie nicht. Aber jetzt hat sie geschossen. Da kommt eine Granate, die sieht gar nicht verkehrt aus. Komm. Ah. Ein Tickchen zu früh eingeschlagen. Ein bisschen höher und ich glaube, das hätte richtig weh getan. Da kommen aber die nächsten. Jawohl, 456er, andersrum, 465er Schaden auf die Lancaster. Jawohl, und der nächste TR ist auch raus. Also die Avanti macht hier ihren Job. Die Avanti macht ihren Job. Wie viel haben sie denn noch? Sie haben noch 1, 2, 3. Nur noch 3? 4. 4 Stück. Ja, 4 TRs. 1, 2, 3, 4. Also 6 Stück hat die Avanti hier schon versenkt. Absoluter Erfolg. Und zack, hier nochmal ein Treffer von der Romantica. Aber Avanti brennt jetzt. Konnte es löschen. Und hier kommen die nächsten Granaten von der Romantica. Oh, ich habe hier irgendwas explodieren hören. Da kommen die nächsten. Zack, wieder 274er Treffer. Da kommen die nächsten Granaten. Aber die gehen daneben. Die werden hier hinten irgendwo einschlagen. Ja. Schade. Wir schauen uns die mal hier drüben an. Weil die andere schießt natürlich hier auch. Boah, 545er Schaden auf die Pershing. Ja, die ist fast hinüber. Die kann sich auch nur noch mit Ach und Krach über Wasser halten. Ich glaube, da versuchen sie gerade mit Käsescheiben noch die Löcher zu stopfen, dass das Schiff nicht ganz so schnell runtergeht. Aber da kommen schon die nächsten Granaten. Und ich glaube, das wird für die Pershing sehr, sehr eng. Wenn die treffen, ich glaube, das war's dann. Und... Ah, hat sie Glück gehabt. Aber ihr seht, sie hat einen Wassereinbruch. Sie können den Wassereinbruch nicht stoppen. Sie können den Wassereinbruch nicht stoppen. Und da kommt die nächste Granate, aber auch wieder daneben. Amata. Ne, ich glaube, das ist aber hier hinten. Das müsste die Romantica sein. Die hier schießt. Amata hat aber jetzt geschossen. Oh, das ist jetzt hier die Romantica. Ach so, ne, die haben die Position gewechselt. Okay. So, hier hat die Romantica geschossen. Zack, nochmal 300 Treffer. Oh, da kommt noch was anderes. Das kam von der Avanti. Das kam von der Avanti. Also, Avanti schießt jetzt hier gerade auf die Kriegsschiffe, was sie eigentlich gar nicht machen sollte. Eigentlich soll die Avanti sich weiter um die Dings kümmern. Aber die steht da so schön breit, dass wir jetzt der Avanti sagen werden, dass sie sich doch hier auf den CA konzentrieren soll. Und ihr seht's, ey, die Genauigkeit von der Avanti ist wirklich hervorragend. Jawohl, Pershing ist raus. Das heißt, die Armata kann sich jetzt hier auch auf den schweren Kreuzer konzentrieren. Oh, da ist ein Top 3 Torpedotreffer, hat die Avanti geschluckt. Ihr habt es eben gesehen gehabt. Ich hoffe, dass sie den Wassereinbruch beben kann. Es wäre schade, wenn wir die Avanti verlieren würden. Boah, da hat es auch nochmal richtig gescheppert. Da kommen schon wieder die nächsten Torpedos. Wir müssen aufpassen, Avanti. Wir müssen aufpassen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So wie sie jetzt steht, dürfte eigentlich kein Torpedo treffen. Ich würde sie trotzdem mal ein bisschen weiter nach rechts drehen. So. So müsste es eigentlich reichen. So dürfte eigentlich alles daneben gehen. Und ihr seht es hier, ne? Die Lancaster, die wird zusammengeschossen, wie damals die Bismarck. Wie damals die Bismarck. Dann bleibt auf jeden Fall nochmal nach der Runde dran. Ich möchte euch ja dann nochmal kurz zeigen, ich habe auch schon von Bismarck wo Kopien erstellt. Mich da halbwegs gut. Panzerung und sowas habe ich noch nicht angepasst gehabt an die Bismarck, aber vom optischen her komme ich doch der Bismarck mittlerweile ziemlich nah. Und das war's. Lancaster müsste raus sein. Das war ein aggressiver Treffer. Jawohl, Lancaster ist raus. Die Italiener sind hier im Vorteil. Avanti soll da drauf schießen. Dann soll die Romantica hier drauf schießen.
Und die Venere soll hier drauf schießen. Sind ja auch nur noch drei Schiffe. Alter, 2000. 4000er Schaden. Ja, die ist schon raus. Also die Avanti kennt hier keine Gnade. Die Avanti kennt hier wirklich absolut keine Gnade. Zerreißt hier ein Transportschiff nach dem anderen. Wir werden jetzt mal unserer Avanti zugucken, wenn sie schießt. Torpedos müssten ja an uns vorbeigefahren sein. Jawohl, Torpedos sind vorbei. Und schaut euch doch die Silhouetten von diesen zwei wunderschönen italienischen Schlachtschiffen an. Sieht das nicht geil aus? Einfach nur geil. Ah, sie schießen natürlich jetzt alle mit HAE. Macht natürlich am meisten Sinn. Und der Rumpf hat auch gar nicht so krasse Treffer abgekriegt, ne? Auch nicht von dem Schlachtschiff. Jawohl, die Malaya ist auch raus. Und die Thea Bullfinch ist auch raus. Und somit haben wir Italien vor der Invasion geschützt. Was ein geiles Gefecht, Freunde. Was ein geiles Gefecht. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell meine deutschen Schiffe, die ich schon mal so angefangen habe. Und dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr jetzt die Bismarck. Ich habe mich jetzt hier auch wirklich, ihr seht, ich habe einen modernen Battleship-Rumpf genommen. Also den Bismarck-Rumpf, weil wir sonst einfach zu lang werden. Wir haben jetzt hier 251,5 Meter Länge. Also genau das, was die Bismarck hat. Gut, die Verdrängung ist ein bisschen höher. Wir haben die 38er Türme hier hinten drauf. Ich weiß nicht, ob ich hier auch das machen kann. Ja, kann ich auch. So seht das mal. Also, wir haben jetzt hier hinten auch die ganz normalen 38er drauf. Hier die 150er. Leider haben die 150er alle die Entfernungsmesser an den Seiten mit dran. Da müsste ich dann die, ich glaube, 105er nehmen. Das wären, glaube ich, die nächst kleineren. Die haben das nicht. Ja, hier gibt es einen Grafikfehler, wie ihr seht. Das geht leider nicht weg. Also, hier haben wir unsere Bismarck. Und dann haben wir noch. Ach so, halt, Moment, ich muss das jetzt wieder anmachen. Was? Nein. Weg. Gut. Dann haben wir hier oben noch dann unsere Hipper-Klasse. Die habe ich. Ja, Hipper ist schwierig nachzustellen, weil das Problem. Ach so. Weil das Problem ist, dass es von der Hipper einfach nicht wirklich die Sachen gibt. Also es sieht einfach nur aus wie eine sehr kleine Bismarck mit den 203ern vorne drauf und hinten. Also da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen. Ich muss leider noch mal kurz zurück, Freunde. Und zwar, wir müssen natürlich hier noch den Schlachtkreuzer einstellen. Ja, ich weiß, dass die Scharnhorst ein Schlachtschiff war, aber von der Größe her läuft sie halt in dem Spiel hier unter Schlachtkreuzer. Also hier die 28er, die habt ihr mir ja auch schon mal gezeigt gehabt, die Scharnhorst. Ich finde es schade, dass wir nicht wieder die alten Torpedowerfer haben oder uns aussuchen könnten. Die oder die. Ja, hier hat sie Zwillingstürme. Da habe ich jetzt halt wirklich einfach nur mal so just for fun so ein bisschen zusammengebaut. Also das hier wirkt dann schon Richtung Scharnhorst. Ja, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Romantika. Ich fand's mega geil. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns demnächst wieder mit Ultimate Admiral Dreadnoughts. Bis dahin, euer Adlerwache, macht's gut!